Moin Moin und Hallihallo, hier zurück bei Mindsky, wieder zusammen mit dem Curry. Jo, und es ist dunkel und die beiden anderen sind immer noch drauf. Blöd. Das lädt bei mir noch, jetzt bin ich drin. Naja, so, wie meine Zuschauer sehen, habe ich jetzt den Shader mal reingemacht. Mal gucken, wie der so ist, wie er mir so gefällt hier. So, ich brauche unbedingt Essen. Wollte ich machen, ich wollte das. Schwein in den Stall reinbringen. Bitte lass es funktionieren. Drück mal Tab, was fällt auf? Spätestens jetzt sollte man wissen, dass du noch keine Tode hast. Das ist richtig. Ach, da stehen nur die Tode. Geil wäre auch noch, wenn da noch die Kills stehen würde. Keine Ahnung, rechts in der Dings. Es gibt ja diese, wie nennt man die, das Scoreboard. Ja, das wäre dann aber ein bisschen blöd, weil ich habe einen zum Beispiel gekillt, indem ich ihn runtergeschubst habe. Ja, Das stimmt. wird da jetzt nicht stehen. Weil ich glaube, da gibt es auch irgendwie einen Mod, was oder ein Plugin, was das prüfen kann. Wenn du den zuletzt geschlagen hast und er dann irgendwie stirbt durch irgendwas, du ihn dann auch getötet hast oder so. So, wo ist mein Schwein? Ich höre es auf jeden Fall. Die wollen noch nicht fressen. Komm her. Komm her, Schwein. Das guckt mich ganz böse an. Du wolltest mir was vorbeibringen. Oh, da hinten laufen Zombies über meine Da ist eine Weizenfarm. Was ist denn Brücke. das da hinten? Verdammt, 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 Ist das verdammt. eine Intel von einem anderen? Oh, verdammt. Steht auch ein Haus, ne? Ja. Erstmal das. Was wollte ich hier vorbeibringen? Eis, ne? Eis Glaube ich. beziehungsweise Wasser, ja. Immer. Wie viel Wasser brauchst du? Ich bräuchte mindestens einen einfach noch. Weil ich habe ja einen, hast du ja standardgemäß auf der Insel. Für deine kleine Farm da. Ja, warte mal, dann mach ich. Ich muss mir gerade hier mal Koppel mitnehmen. So. Mal gerade überlegen, Koppel. Weil ich den Devil nicht traue, der war hier schon mal. So, Moment. Ich habe halt kein Essen, das ist mein Problem. WTF, die an meiner Brücke schon Schlange stehen. Oh, wie die sich aber durchmogeln. Bei meiner Brücke kam gerade auch ein Zombie rüber. Den habe ich, da habe ich auch mal direkt wieder zugebaut. Ich muss anscheinend mehr zubauen. Wir haben dich ja gerade drüber gemogelt. Was ich So, jetzt jetzt machen? sollte das nicht nochmal passieren. Ich wollte einen Eimer. Wo ist mein Eimer? Ach, der ist ein Lava-Eimer, glaube ich. Also, wenn ich eine Infinity-Quelle habe oder so, kannst du ja rein theoretisch auch ein Stück Wasser wieder mitnehmen, wenn du es brauchst. So ist es ja nicht. Wollte jetzt wieder vögeln. Immer noch nicht. Moment. So, ich heb dich mal so lange hier auf. Stehen da immer noch Zombies hinter, na Tatsache. Möchte gerade mal hier meine Insel wieder noch ein bisschen aus. Whatever. Da sind auch noch Schweine. Das wäre natürlich auch nicht schlecht, da mal hinzukommen. So, Moment, jetzt muss ich hier einmal bauen, dass ich mir Wasser mache. So. Einfach alles unterhöhlt bei mir hier. Ich warte gerade auf mein Wasser. Ich laufe die ganze Zeit nur hin So. und her. Jetzt habe ich es endlich. So, ich mache bei mir jetzt auf. Ah, sie wollen wieder ficken. Ach ja. So, ich komme jetzt zu dir rüber. Ja, die Lava ist schon weg. Kommst durch. Weg. Hier steht einfach du warst rechts hinten. Steht einfach einen. Ja, Moment, wenn ich so rüber laufe, laufe ich gerade mal beim Wasserbronx-Tisch vorbei. Werfer 1, das ist doch geil. So, ich bin da. Hallo. Und wo bist du? Hier.
Gut, du bist bei mir noch nicht geladen. Moment, ich reconnecte mal schnell. Ich hätte vielleicht auch den Block vor dir wegmachen sollen. Ja, das hätte wahrscheinlich auch geholfen. Wahrscheinlich siehst du mich einfach noch nicht, weil jetzt sehe ich dich. Das hast du, glaube ich, mein Steinblock. Pack es einfach mal da in der Ecke. Wohin? Einfach hier unten in der Ecke rein. So. Kannst du hier wieder was rausnehmen? No. Yay. So, und ich kann den hier wieder befüllen. So, jetzt habe ich hier nämlich also, schon mal... Du hast hier schon richtig viel Sachen, so. Naja, also so ein viel, bisschen... Viel strukturierter als bei mir. Das ist aber auch schon alles so hintereinander. Meine Farm sieht so richtig behindert aus, einfach. Sag mal, eine Kuhfarm hier, ey. Aber du hast ja auch richtig gut schon geglättet alles. Bei mir ist einfach nur Dschungel mega. Ja. Die Zombies springen gerade alle runter, auch nicht schlecht, okay. Du hast meinen Stein. Ich kann nicht mehr leben, wenn ich ihn nicht töten darf. Okay, ich geh mal wieder zurück. Du hast meinen Stein! Meine, ich mach hier zu Stein. Achso, da. Danke. Oh, warte. Du musst dran denken, ne? Die Leute, wenn die Enderperle haben, dann könnten die sich hier durchschießen. Durch deine Öffnung. Ja, aber erstmal verbrennen sie es schon mal ein bisschen. So, warte mal, ich gehe wieder zurück. Ja, das ist eigentlich eine gute Idee. Das sollte ich hier auf der. Weil auf der anderen Seite würde ich sie dann verprügeln. Unter Umständen. So. Ja, so kann ich dir zugucken, wie sie verbrennt. Das ist doch schön. Sind wir jetzt. Na, die sind ja immer noch drauf. Fuck it. Aber es wird auch langsam. Spring runter, Zombie. Tag. Mein Eimer will ich wieder nicht mitnehmen. So. Es gefriert das Wasser hier. Ich riech das Kotzen. So, ich glaube, ich baue mir unter meiner Insel irgendwie was auf. Wenn ich das nötige Equip dafür habe. Wo ist denn eigentlich die Sonne gerade? So, ich will immer noch mein Dings versuchen hier in das Dings zu bringen. Das war doch der Sinn des Ganzen hier. Die Sonne ist gerade irgendwo da. Weil ich kann ja mal den anderen Shader zeigen, den ich noch habe. Der an sich schöner aussieht, aber für mich so ein bisschen viel Performance frisst. Also man merkt es auch schon, es laggt so leicht. Aber das mit der Sonne sieht schon geil aus, wie mit dem Paolos Shader. Geiler als es vorher war. Aber mit Mr. Beep sieht es noch geiler aus, also wirklich deutlich geiler. Wachsen die da noch? Ich glaube, die wachsen da nicht mehr, habe ich das Gefühl. Hab ich vielleicht irgendwelche Knochen wieder gefunden? Naja, nee. Ich spiele lieber erstmal mit denen da. Sieht nämlich schon. Nee. Das sieht nämlich auch gut aus und es ist deutlich Performance sparender. So. Ja, das ist eine gute Frage, die stelle ich mir auch gerade. Meine Karotten könnten gerne mal schneller wachsen, hätte ich voll nichts gegen. So, ich doof. Manchmal bin ich echt so richtig Brain-AFK. So. Ein Zombie ohne Kopf, oh mein Gott. So. Kohle. Ah, deren Part dann scheint vorbei zu sein. Das finde ich sehr gut. Ach, genau, Kohle wollte ich auch noch haben. Unbedingt, aber ich brauche jetzt so langsam mal wieder Essen. Quatsch. Wachs er doch endlich! Scheiß Teil. Aber ich kann ja auch im Notfall verrottetes Fleisch fressen. So, ich trau mich jetzt mal runter in meine Gruft. Okay, sieht safe aus. Safe. Okay. Ich weiß gar nicht, wie tief meine Insel überhaupt geht, also wie weit es überhaupt nach unten geht, das müsste ich mal kurz checken.
Ja, da kann ich gar nicht mehr runtergehen, großartig. Die ist gar nicht so tief. Was? Ich brauche eine Eisenpicke, um Emeralds abzubauen, ne? Ja, ich glaube schon. Ja. So. Stick. Stein. Ich habe sogar noch Steine dabei. Haha. Egal. Ja, Schwein. So. Du grunzt vor mir rum. Freust dich, dass ich dich nicht dazu bekomme, in das Gatter reinzulaufen. Alter. Ich komme einfach nicht mehr auf diese Kackinsel rüber, ist mein Problem. Weil da die ganzen Zombies stehen? Nein, da steht ein Skelett, was immer rüberballert. Ja, Skelette sind natürlich noch schlimmer als Zombies, ne? Ja, zumindest wenn man rüber möchte. Ich könnte auch noch einen Weg darüber bauen, sehe ich gerade. Ich glaube, das mache ich jetzt einfach. Brauche ich Erde. So. Oh, genau, der ist ausgewachsen. Njam, njam, njam. So. Dann bauen wir uns doch mal hier rüber. Block für Block. Kann es so sein, dass die ganze Welt ein Schneebiom ist? Ja, ich glaube auch. Zumindest sehe ich es auch auf der Map, überall nur Schnee. Ob sie da? So. X8, die nimmt gleich weiter auf. Nein, das ist nicht nett. Jetzt soll ich mal hier mal langsam irgendwie einen Weg nach oben bauen. Ich weiß gar nicht, wo die sind. Also ich auch nicht. Also sobald das. Also sobald im Chat steht, dass sie an Lava gestorben sind, weiß ich, wo sie sind. So, war ja nicht irgendwo noch eine andere Insel? Guck mal, da ist auch schon ein Weg rüber gebaut. Ja, da ist noch eine Insel. Welche Flagge ist das? Grün. Wer ist denn, also dunkelgrün oder so, keine Ahnung. Der hockt da auf jeden Fall neben mir. Solange er nicht zu dir rüberkommt. So, Schwein. Ach, ich habe immer noch keine Karotten. Wie baut man denn jetzt eigentlich die Camouflage-Blöcke? Hast du doch schon mal geguckt, oder? Ja, du brauchst letztendlich nur diese ganzen Items, womit du Farbe herstellst, also wie Tintensäcke oder Rosen oder sowas. Oder rote Farbe oder so. Und das in Kombination. Warte mal. Moment. Das in Kombination mit Dreck oder Sand ergibt Camouflage-Paste. Und die kannst du dann mit Natur oder was auch immer kombinieren. Um. Na gut, aber erstmal die ganze Tür Scheiße und, bekommen. Zombie-Gehörnen kombinieren. Ein Moment. Ich baue hier ständig irgendwelche Sachen ab, die noch nicht fertig sind. Ja, das könnte sein. Mann, ey. Da kannst du beim Melonen wenigstens nicht den Fehler machen, weil da sieht man, wenn sie fertig sind. Richtig. Das ist gerade ganz leicht bei mir. Ich warte gerade aber auch auf die Melonen, dass die endlich mal wachsen. Die haben schon irgendwie einen Stängel nach oben gemacht, aber. Stängel nach oben, oh, ja, ja. Melone an sich ist noch nicht da. Ich hatte hier doch irgendwo Treppen. Die habe ich mir doch irgendwo mal fehlt gebaut. Genau, da habe ich sie doch. So. Lalala.
Wie lange nehmen wir denn schon auf? 15 Minuten gleich. Okay. Das geht immer so schnell vorbei, ne? Wenn man nicht am Bauen ist. Jo. Ja, vor allem, weil ich mir jetzt auch versuchen will, Schweine zu sichern. Ich baue hier gerade die ganzen Wege ein Stück dicker, damit ich die Schweine mitnehmen kann. Ja, das habe ich eben auch immer. Ja, ich baue eben gerade mein Häuschen weiter, weil ich darauf warte, dass die scheiß Karotte endlich mal wächst. Damit ich das Schwein endlich mal ins Gehege reinbekomme. So, weil ich hatte hier auf einer anderen Nachbarinsel nochmal zwei Schweine gefunden. Das wird natürlich schon perfekt ausreichen, wenn ich sie beide kriege. Ja, geil. Wenn da direkt zwei sind, ist das natürlich super. Sag mir bitte. Ah, gut, das erste haben wir hier. Warte mal hier, Schweinchen. Ich glaube, dein Kollege hing hier noch irgendwo fest. Da, komm hoch, mein Freund. Hey, hinter dir. Komm hier hin. Komm. Jetzt versuchst du auch mit Schweinen zu reden. Ah, wo ist dein anderer Kollege jetzt wieder, Alter? Hey, wo ist die andere Sau hin? Hallo? Ich höre sie doch grunzen. Hä? Okay, Moment. Ja. Schweinchen. Damit du mir nicht auch noch wegläufst. Viel aus der Welt. Ja, so kann das passieren. So, wo ist die andere Sau? Außer bitte nicht, die hat jetzt Suicide begangen oder sowas. Alter, wo ist die Sau hin? Es kann doch nicht sein. Haben wir einen Schweinespawner mitbekommen? Nee, ne? Nur Huhn. Und Kuh, glaube ich. Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Vierter Tod. Guck mal gerade. Stimmt, wir haben ja nur einen Chicken-Spawner. Ich dachte, wir hätten einen Schweinespawner. Du, was zur Hölle macht das Schwein da unten? Hier, mit dem Tod. Wenn du siehst, wo das Schwein sich hingearbeitet hat, Alter. Chicken, ja, wir haben eine Kuh und Chicken. Da muss ich mir auch noch ein zweites Schwein holen, das habe ich ja total vercheckt. Ah, oh, eine Melone ist fertig, endlich. Keine Sorge, Schweinchen, dein Retter naht. So, komm her. Komm. Wir müssen jetzt hier wieder hoch, Schweinchen. Es wird leider langsam dunkel, das gefällt mir nicht. Wie lange nehmen wir auf? Ah, 18, das ist blöd. Okay, mitkommen, Schweinchens. Mein Schwein steht da immer noch am Abgrund und chillt da rum. Spielt ein bisschen mit dem Tod. Meine folgen mir gerade. Hallo? Ich hab grad gedacht, ihr folgt mir. Tut es ja, gefälligst. Du musst, glaube ich, rückwärts laufen, damit die dir die ganze Zeit folgen. Wenn du dich umdrehst und geradeaus läufst, dann sehen die das... die Karotte nicht mehr und denken sich, oh, das ist weg. Ich halte die Karotte gerade genau vor deren Nase und die sehen sie nicht. Okay. Ja. Beine halt. So, hier lang jetzt. Alter, die sind so blöd, um gemeinsam diese Treppe runterzulaufen. Die stoßen sich hier gerade die ganze Zeit gegenseitig weg. Ihr dürft euch auch gerne beeilen, Schweinchen, denn es ist dunkel. Die andere Sau bitte auch. Guck mal. Was tut ihr? Nicht da runterspringen! Ja. Da kommen Erinnerungen hoch. Alter, du dummes Schwein, ich will dich da gerade einbauen. Bleibst du gefälligst da, wo ich dich einbauen will? Boah. Dieser Stress mit dem Schwein, ne? Scheiß Zombie, Alter. Zum Kotzen. So. So, Moment. Ich finde ja, diese zweite Melone könnte jetzt auch noch wachsen. Kensuki. So, wo ist die andere Sau? Die ist da hinten. Kuh, geh mal weg. Mach mal deinen fetten Kuharsch da weg, bitte. Danke. Was macht die? Ja, okay, warte. So, passt doch.
So, wo ist Sau nochmal? Stütze 2? Hier lang bitte. Komm mal hier lang. Ach Alter, das gibt's doch nicht. Warte mal. Schweinchen? Schweinchen. Kennst du mit mir? Schweinchen? Hörst du mich? Ich weiß, wir haben 20 Minuten, aber ich will das Schwein hier noch unbedingt reinkriegen. Verpiss dich, Zombie. Das ist mein Schwein. Oh, oh. Nein! Der Schwein ist bei Zombies eine Delikatesse. Gibt's doch nicht. Schwein, wo bist du? Oh Gott, ist doch bitte nicht, dass du gerade panisch runtergesprungen bist. Wie kommst du denn jetzt dahin, Schweinchen? Ich habe irgendwie das Gefühl, meine Fackeln verschwinden. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, fuck it. Bin ich fast runtergefallen. Schweinchen! Schwein! Das ist ein kleiner Mini-Super-Zombie! Geh weg! Ist aus eingesperrt. Okay, ich muss den Part jetzt hier auch beenden. Wir nehmen seit 21:37 auf. Ich höre jetzt auch auf. Ich danke euch fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Genau. Ciao, ciao.